das wollte ich eigentlich gerade sagen. Ja, ich habe neulich schon mal ein Video aufgenommen, was ich eigentlich schon längst gebracht haben wollte. Und was ich denn, wie ihr gesehen habt, doch nicht gemacht habe, nämlich über das Tempolimit 130. Ich dazu stehe, beziehungsweise wie ich das Ganze sehe mit dem Tempo 130. Und jetzt habe ich mittlerweile aber so viel gelesen und so viel gehört. Und wir haben ja auch da diesen einen Minister, wie heißt er nochmal, Scheuer oder so ähnlich, der meinte, er müsste alle Leute, die für Tempo 130 sind oder für ein Tempolimit für, nicht für bescheuert, sondern für, was hat er gesagt, für bekloppt, nein, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ist ja egal. Jedenfalls, dass sie irgendwie eine Macke haben. Dafür würde er die alle halten. Wo ich mich denn frage, was hat dieser Mann eigentlich für ein Problem und wie kommt es dazu, dass dieser Mann mit diesem Problem, was er hat, dieses Amt begleiten darf als Minister? Frage, Zeichen, Antwort, irgendwann mal von irgendjemandem. Bisschen Gegenlicht, macht aber nichts. Ja, das ist meine neue Kamera, mit der ich mich jetzt erstmal anfreunden muss. Eine Panasonic Lumix FZ200. Eine richtig geile Kamera mit einem Bildstabilisator sogar. Sie ist nur etwas schwerer wie meine alte, ungefähr so doppelt bis dreimal so schwer, aber ich finde sie richtig geil. Sie hat richtig geile, scharfe Bilder. Versuche das mal jetzt in die andere Hand zu nehmen. Ach, dann bin ich besser im Bilde sozusagen oder ich habe eine bessere Belichtung. Na gut, da sind wir wieder bei der Torte oder so. Nein, gut, dann wollte ich jetzt nicht drauf eingehen. Ach nee, bei dem Klopp bescheuert oder naja. Dieses Thema Tempolimit. Ich habe jetzt auch einen Fernsehbericht drüber gesehen von einer Automobilsendung, wo jemand das mal so ein bisschen auseinandergenommen hat. Fand ich übrigens ganz toll. Jetzt dreht sich hier gerade mein Stativ. Entschuldigung. Muss das mal anders halten. So. Und das war eigentlich ganz nett gemacht. Also der hat wirklich mal so einzelne Punkte auseinandergenommen, hat gesagt, so und so sieht's aus. Und da taut aber irgendwo nicht hin. Und upsala, Entschuldigung. Na jedenfalls war es dann so, dass so ein paar Punkte drin waren, wo ich sage, das war jetzt ein wenig grenzwertig. Jetzt habe ich mir dummerweise keinen Zettel gemacht und die Punkte aufgeschrieben. Aber ich will hier im Endeffekt auch mal so meinen Standpunkt dazu bringen. Und mir ist nur aufgefallen, es ging halt auch wieder um diesen, wie heißen die denn nochmal hier, die Umweltministerium, wollte ich beinahe sagen. Bund Naturschutz, nein, ach, die das halt mit den Abgasen da so und Reduktion und Tempolimit so angeregt haben. Ach, ich vergesse momentan immer diese Namen von denen, weil ich eigentlich was ganz anderes im Kopf habe. Na gut, jedenfalls ging es dann darum, dass die sich wohl auf Daten, was die Verbräuche und die Emissionen anbelangt, von 1996 war es, glaube ich, beziehen. 1996 ist ja schon eine Weile her, wie wir alle wissen. Und da ist dann halt irgendwo so der Knacksus gewesen, dass er gesagt hat, ja, damals hat ein Auto meinetwegen 8 Liter verbraucht und heute verbraucht es nur noch 7 Liter. Also müsste man dementsprechend schon mal ein Achtel davon abziehen. Man hat dann aber irgendwie ein Fünftel davon abgezogen, 20%, was dann irgendwo schon mal nicht hingehauen hat, und meinte halt, das müsste man dann auch von den Verbräuchen reduzieren oder abziehen. Und da stellt sich mir dann halt die Frage, wie kann man sich dann sicher sein, dass die Verbräuche, oder nicht die Verbräuche, Entschuldigung, bei den Verbräuchen abziehen ist richtig, sondern bei den
bei den Abgaswerten. Da kann ich ja diese, selbst wenn ich jetzt diese 20%, die da in dieser Fernsehsendung oder in dieser Reportage da halt abgezogen wurden, abziehen würde, dann hätte ich immer noch die Frage, ob die Werte überhaupt stimmen, weil sie können nicht stimmen, weil wir ja wissen, es gibt ja Dieselgate. Dieselgate, einige von euch werden es ja vielleicht sogar schon kennen. Das war ja das, wo VW angefangen hat, die Endverbraucher zu bescheißen, indem sie halt manipulierte Software aufgespielt haben, die halt im Prüfmodus aktiv war und während der Fahrt deaktiviert wurde. Um das jetzt mal ganz kurz so mal zu erläutern. Einige von euch kennen das ja noch nicht, die wissen es ja noch nicht, warum auf dem Flughafen BER mittlerweile so viele VWs rumstehen. Oder waren es Audis? Nein, ich glaube, es waren VWs. Und jedenfalls kann ich doch diese 20%, selbst wenn ich das jetzt so rechnen würde, wie es da gerechnet wurde, kann ich doch die 20% da gar nicht von abziehen. Weil die Werte stimmen ja nicht. Was hat das jetzt mit Tempolimit zu tun? Das war ja ein Aspekt, dass man sagt, von wegen, mit Tempolimit würde man auch die Abgase reduzieren. Und ich sage, ja, tut man auch. Auch wenn jetzt einer anfängt, klugscheißerisch zu rechnen und sagt, das sind ja nur 0,003 oder wie auch immer Prozent. Und nee, ist doch ganz einfach so. Man weiß ja, im Schnitt ist der Idealverbrauch eines kraftstoffbetriebenen Fahrzeuges so ungefähr bei einer Geschwindigkeit von rund 90 Stundenkilometer. Bei dem einen sind es 95, bei den anderen sind es vielleicht 85. Ist egal, sagen wir mal 90 Stundenkilometer. Das weiß man nicht erst seit heute, das weiß man schon viel länger. So, also ich weiß das schon mindestens seit 30 Jahren, wenn nicht sogar noch länger. Nee, länger, 35, 40 Jahre weiß ich das schon. So, also ganz so neu ist es nicht. Jetzt, wenn ich jetzt also mit einem Auto, sagen wir mal 90 fahre, habe ich den geringsten Verbrauch. Weil die Fuhre ist in Bewegung, hat noch nicht so viel zu ackern wie mit Tempo 130 beispielsweise oder mit Tempo 200. Um jetzt mal ein Beispiel einfach nur zu nennen. Ich will das einfach nur als Beispiel nennen. Es soll jetzt hier nicht irgendwie kleinkackerisch durchgerechnet sein. Das ist einfach nur so das, was mir durch den Kopf geht. So, also verbraucht doch ein Auto, wenn ich mit 200 Sachen beispielsweise oder auch mit 150 durch die Gegend baller, mehr Sprit. Und jetzt kann mir keiner sagen, dass es da weniger Abgase emittiert, als wenn es 90 fahren würde. Weil es verbraucht ja auch mehr. Wenn ein Auto mehr verbraucht, hat es auch mehr Abgase. Oder habe ich dann Denkfehler? Also kann das auch nicht hinhauen. So, also ist doch ein Tempolimit in dem Sinn, auch wenn es jetzt wirklich nicht viel ist, was man einspart, aber man spart doch was ein. Also klar, die Ölindustrie und Automobilindustrie möchte natürlich, dass ihr weiterhin mit 200 Sachen über die Autobahn ballert, ordentlich Verschleiß produziert und Abnutzung und immer schön brav in die Werkstätten fahrt und repariert. Ja, ich finde es auch wichtig, dass die Leute in der Werkstatt was zu tun haben. Das meine ich jetzt ernst, weil das ist auch ein Job. Also ich würde meinen Job jetzt auch nicht gerne verlieren wollen, nur weil irgendwie eine neue Technik auf den Markt kommt und weil die Oberbonzen ganz oben in der Automobilindustrie mit ihren fetten Arsch und mit ihren dicken, fetten Gehältern von, weiß ich nicht, 25, 30 Millionen Euro im Jahr einfach mal eben die Wirtschaft an die Wand fahren. Und das tun sie momentan. Und das ist halt so ein Punkt, wo wir jetzt auch sehen, dass natürlich die Automobilindustrie um ihre Zukunft bangt, weil sie die letzten 10 Jahre verpennt haben. Ja, oder nicht ganz 10 Jahre, sind es 10 Jahre? Wie lange gibt es jetzt die Elektroautos? Ich weiß es gar nicht genau. Die gibt es ja schon eine Weile. Na, gucken wir uns die Zoe an und den Leaf. Muss mal gerade wechseln. Entschuldigung. Ach, das dreht ein wenig das alte Stativ. Na, jedenfalls ist das so ein Punkt, wo ich denke, da müsste es doch mal irgendwie schlaue Köpfe geben, die sagen, da gibt es eine Veränderung. Ja, und
das ist halt das, was mich immer stört. Von wegen Tempolimit funktioniert nicht und alle Leute sind bescheuert, die ein Tempolimit haben wollen. Nö. Ich habe übrigens in dem Zusammenhang, ich werde mal so die Artikel unten mit verlinken. Habe ich einen Artikel gefunden? Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Zeitung da war. Ich hätte mir das aufschreiben sollen. Ach, ich wollte mir da schon längst mal so einen Spickzettel machen. Ich habe einen Artikel gelesen, da wurden die Leser gefragt, halt in dieser Zeitung, ob sie denn ein Tempolimit befürworten oder nicht. Oder, ich glaube, die haben noch eine dritte Frage rein, also vielmehr einmal Tempolimit 130 und dann ein anderes Tempolimit haben sie noch eingegeben oder kein Tempolimit. Und es waren, ich will mich jetzt nicht festlegen, ich bin der Meinung, 57% oder 58% der Leute wollten ein Tempolimit haben. Also egal, ob es 130 oder noch weniger. Und das finde ich schon mal sehr bemerkenswert. Das heißt, das war halt eine Umfrage. Ich habe noch eine andere Umfrage gelesen. Da waren die Zahlen dann sogar noch höher. Und in wiederum anderen Umfragen sind sie dann niedriger. Der nächste Punkt, der mich bei dieser Fernsehsendung oder bei dieser Reportage da auch so ein bisschen gestört hat, ein Tempolimit würde die Unfälle nicht reduzieren. Haben wir da nicht mal was Besseres gelernt? Doch, sie würden Unfälle reduzieren. Da wurde es auseinandergepflückt. Ich finde ja so eine kleinkackerischen Geschichten immer ganz interessant, wenn sie dann mit Sachverstand gemacht werden. Da wurde dann auseinandergenommen, es gibt in ganz Deutschland so und so viele Verkehrsunfälle und Verkehrstote und schieß mich tot. Und ja, die wären ja alle gar nicht auf der Autobahn ums Leben gekommen, sondern vielmehr auf Alleen oder vielmehr Landstraßen und da viel häufiger halt auf Alleen. Ja, gebe ich demjenigen auch recht. Nur die Leute, die sich auf einer Allee an einem Baum wickeln oder um einen Baum wickeln, da frontal draufballern, die tun es meistens alleine oder haben höchstens noch Insassen im Auto drin sitzen. Wenn jetzt aber ein Vollpfosten mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Autobahn fährt, muss gerade mal gucken, ob da jemand kommt, nein, oder aber ja, jemand halt zu schnell fährt und da kommt dann vielleicht vor ihm, taucht ein etwas langsamer Fahrender auf und der ballert da rein. Wir hatten ja gerade vor, wann war es, vor 2 oder 3 Jahren, ging das auch durch die Medien und sollte auch vor Gericht gehen, ist da aber nie angekommen. Beziehungsweise doch, ist angekommen, aber wurde freigesprochen. Da war doch ein Testfahrer eines renommierten deutschen Automobilherstellers mit überhöhter Geschwindigkeit. Ich glaube, 250 Sachen laut Tacho ist der gefahren. Auf der Autobahn unterwegs, ich muss schon wieder wechseln, ich bin nicht so kräftig, sorry. Auf der Autobahn unterwegs gewesen und ist einer anderen Autofahrerin, die gerade einen LKW überholen wollte, volle Kanone hinten reingesemmelt mit einer über 100 Stundenkilometer höheren Geschwindigkeit. Ja, irgendwie 100, 130 Stundenkilometer war er wohl schneller. So, die Frau ist ums Leben gekommen, der Typ ist aus seinem maßgeschneiderten Anzug ausgestiegen, vielmehr aus seinem Auto, aus seinem Testwagen und nichts ist passiert. Das Problem bei diesen Unfällen oder Unfällen vielmehr ist, was ich halt sehe, was ich das Schlimmste daran finde. Und man sieht es ja auch bei YouTube in den Videos, wenn ihr da so diese Dashcam-Clips seht, wo ich mir dann auch schon die Haare raufen könnte, wenn ich mir das angucke. Die Leute, die die Kameras drin haben, fahren meistens nicht besser wie das, was sie aufnehmen. Ist aber eine andere Geschichte. Jedenfalls, wenn ich mir das Ganze angucke, dann ist es so, dass die Leute, die auf der Autobahn rasen und wirklich wie wilde Sau durch die Gegend fahren, ohne Rücksicht auf Verluste, den anderen Leuten hinten reinkriechen, auf gut Deutsch gesagt, wenn es bei denen knallt, knallt es erstens richtig und zweitens ziehen die immer oder in den allermeisten Fällen immer noch Unschuldige mit rein. Und das finde ich eine Sauerei. Andere Aspekte waren ja noch Staureduktion. Würde ja gar nicht sein. Da wurde dann halt auch in diesen Fernsehbeitrag halt gebracht,
wenn jemand jetzt mit 90 hinter einem LKW hinterher schleicht, dann türmen sich die Autos auf. Die türmen sich nur auf, wenn nicht alle 90 fahren, sondern wieder welche schneller fahren. Wenn ich jetzt aber sage, wir fahren 130, dann ist das schon eine höhere Geschwindigkeit, denke ich mal, als 90, die ein LKW fährt, obwohl er sowieso nicht fahren dürfte, weil er nur 80 fahren dürfte. Aber es gibt auch Reisebusse, die mit 130 über die Autobahn brezeln. Also von daher ist das ein Ausgleich, eine Gerechtigkeit. Jedenfalls kam denn das so rüber nach dem Motto, je langsamer man fährt, desto mehr würde der Verkehr in Stocken kommen. Was ist das für eine Denkweise? Es geht ja darum, dass alle gleichmäßig fahren oder vielmehr alle höchstens 130 fahren. Wenn dann die Leute, die jetzt alle 100 fahren, rechts fahren würden, nicht auf dem Mittelstreifen, dann wäre es ja alles gar kein Problem. Klar, dass sie denn mal irgendwann LKW überholen oder so, ist ja ganz normal. Aber ansonsten weiß ich nicht. Irgendwie hat derjenige, der den Kommentar da geschrieben hat oder vielmehr den Text geschrieben hat für die Sendung, nicht so ganz die Logik gefressen. Naja, gehen wir weiter. Jedenfalls hat er dann so, mehr oder weniger kam das so rüber, je schneller man fährt, desto flüssiger würde der Verkehr fließen. Na, für denjenigen, der mit Tempo 250 auf dem linken Fahrstreifen über die Autobahn ballert, für den mag das ja vielleicht so sein. Es gibt aber Untersuchungen, die man gemacht hat in Bezug auf diesen Punkt, wo man ganz einfach festgestellt hat, man würde tatsächlich Staus vermeiden. Nämlich ganz einfach aus dem Grund, weil man diesen Ziehharmonika oder nee, wie heißt der nochmal, den Fächereffekt alleine dadurch verhindern würde oder verringern würde, indem man halt gleichmäßiger fährt. Und das sehen wir im Ausland, also im Umland, um Deutschland drumherum. Also was wir da haben, ob das Österreich ist, ob das Schweiz ist, ob das Frankreich, die Niederlande oder sonstige Länder sind. Dort wird gleichmäßiger gefahren. Da ist nicht andauernd Gas geben, bremsen, Gas geben, bremsen. Das ist einfach ein ruhigeres Fahren. Und dadurch entstehen auch nicht so viele Staus. Klar, Staus entstehen auch, wenn ein Unfall ist, staut sich das logischerweise auch. Aber hier haben wir andauernd Staus. Ja, nächster Punkt war halt, man darf ja sowieso nicht überall Vollspeed fahren, also mit 250, also unbegrenzt. Das würde ja gar nicht stimmen. Wir hätten ja nur irgendwie, weiß ich nicht, ein Zehntel oder sowas der Autobahn. Ich weiß es, ich habe es wie gesagt nicht im Kopf, habe es nicht aufgeschrieben, sorry. Es wäre nur ein kleiner Teil der gesamten deutschen Autobahn, wo man überhaupt unbegrenzt fahren kann. Überall woanders wären halt Tempolimits, Tempobegrenzung und halt auch Baustellen. Die Baustellen sind ja ganz schlimm in Deutschland. Gebe ich auch recht, wir haben unwahrscheinlich viele Baustellen, aber warum haben wir die? Weil hier alle durchbrezeln wie die Blöden. Deutschland ist halt ein Transitland. Wir liegen mittendrin zwischen Osten und Westen, zwischen Norden und Süden. Da mittendrin liegt Deutschland. Das heißt, wenn die Leute da alle lang brezeln, mal logischerweise irgendwie kaputte Autobahn. Ist irgendwie ein ganz klarer Fall. So, jetzt wird halt so dargestellt, nach dem Motto, man darf hier sowieso nicht überall schnell fahren. Und man bräuchte dadurch kein Tempolimit. Andersrum könnte ich jetzt argumentieren, wenn wir sowieso nicht überall schnell fahren können, weil wir ein Tempolimit haben oder weil Baustellen sind, dann fällt es so gar nicht auf, wenn wir ein generelles Tempolimit von Tempo 130 haben. Der nächste Punkt, der mir bei Tempo 130 auffällt oder einfällt, wir kommen ja gleich an die Hauptstraße, ist folgender. Wir haben hier in Deutschland eine Richtgeschwindigkeit, nennt man das. Das sind so große blaue Schilder, wo Tempo 130 draufsteht. Das nennt sich Richtgeschwindigkeit. Das, was ich juristisch drüber gelernt habe, heißt, dass man sich an diese Richtgeschwindigkeit richten soll. Und wenn man grob darüber fährt oder darunter fährt, je nachdem, dann kann es für denjenigen, auch wenn er selbst einen Unfall nicht verschuldet hat, sondern nur mit involviert ist, teuer werden. Denn nachweisbar ist,
dass jemand da mit 250 Sachen langgeballert ist, wo wir eine Richtgeschwindigkeit von Tempo 130 haben, dann wird er damit haftbar gemacht. Ja, das wollen viele Leute nicht glauben, aber es ist leider so. Und die Gerichte urteilen aber komischerweise auch nicht mehr so. Früher haben sie so geurteilt. Da habe ich einige Prozesse gesehen, beziehungsweise Urteile gesehen. Da ging es den Leuten richtig an den Kragen. Die mussten richtig dafür blechen, dass sie zu schnell gefahren sind. Weil ja die meisten nur Tempo 100 und 30 fahren wollten und mit 120 oder sowas gefahren sind. Jedenfalls das zum Tempo 130, beziehungsweise der Richtgeschwindigkeit. Das sind halt immer so Sachen, die Leute nicht wissen wollen. Und wenn ich dann so Sprüche höre wie freie Fahrt für freie Bürger. Entschuldigung, aber wer hindert euch denn daran zu fahren? Um das Fahren geht's doch gar nicht. Fahren hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Ja, fahren hat einfach was damit zu tun, darf ich mich juristisch gesehen oder rechtlich gesehen in ein Auto setzen, aufs Fahrrad setzen, aufs Motorrad setzen oder wie auch immer, in den Zug, in den Bus, in den Bahn oder was auch immer. Oder darf ich das nicht? Freie Fahrt für freie Bürger, ne? Also ihr dürft es schon. Ihr dürft mit dem Auto fahren. Also die Freiheit wird euch ja nicht genommen. Und das jetzt damit zu vergleichen, na, ich möchte aber die Freiheit haben, wenn es dann erlaubt ist, einfach mal Gas zu geben. Ja, erlaubt es sowas beispielsweise auf Rennstrecken? Und warum sollte man das nicht mal da ausprobieren? Da kann auch nicht viel passieren, weil da brezelt ihr alleine in die Leitplanke oder gegen den Baum. Da ist auch recht schnell ein Rettungswagen da, weil die stehen da schon alle verfügbar an der Seite sozusagen. Aber man muss das ja nicht auf Kosten anderer machen. Jo, so viel dazu. Das soll es jetzt mal gewesen sein zum Tempolimit 130. Vielleicht fällt mir später noch was ein. Meine Einstellung zu Tempo 130 noch ganz kurz und Fazit dazu. Ich finde Tempo 130 gut, weil dann würde es diese ganzen Aspekte, die ich gerade aufgezählt habe, vielleicht nicht mehr geben oder nur noch verringern. Und von daher ist es für mich eine sinnvolle Sache und vor allen Dingen, wir sind nicht bescheuert. Bescheuert sind nur Leute, die das behaupten, aber ich mit Sicherheit nicht. Und wenn alle gleichmäßig fahren würden, hätten wir halt diese ganzen Probleme nicht, vor allem die ganzen schweren Unfälle nicht und was es sonst noch so gibt. Das müsste man sich alles nicht antun. Und von daher ist das für mich eine sinnvolle Entscheidung, Tempo 130 einzuführen. Genauso wie es halt auch in anderen Ländern ist, dass wir da nur 120 oder 130 fahren dürfen. Teilweise sogar nur 110. Da sind wir mit 130 gut dran. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Es wird hier immer lauter. Wie gesagt, ich finde es toll, wenn es ein Tempolimit geben würde mit 130. Weil wie gesagt, ich würde eh nicht schneller ankommen und die meisten, die im Stau stehen, sowieso nicht. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.